Hallo, was haben wir heute für euch für einen Mix? Ja, kein Mix. Pures monotones Programm. Und zwar, es geht diesmal nur um einen weißen See bei Füssen. Ja, wir genießen schon mal Ausblick von Osten aus auf den See und dann natürlich auch von Süden aus. Dabei erkennt man im Hintergrund die anderen Seen, die wir so in der Gegend haben. Ja, als erstes starten wir mal mit einem Sonnenaufgang. Schöpfundig und dann passt es. Ja, was kann man sagen über den See? Also es gibt Verschiedenes natürlich, ich kann euch jetzt noch was vorbeten von der Höhe oder so weiter, aber das juckt eigentlich nicht. Wichtig ist, dass er 1,3 Quadratkilometer Fläche hat. Das heißt, er ist vergleichsweise groß im Vergleich zum Allersee oder auch zum Hopfensee oder ähnliches. Ja, 6 Kilometer ist der Umfang. Das heißt, so weit muss da ungefähr zu Fuß gehen. Weil im Endeffekt ist das so, dass man nur etwa 50% mit dem Radl absolvieren kann und die südliche Seeseite ist eigentlich nur für Fußgänger. Auch ohne Kinderwagen, ohne alles. Das ist ein Tritt, der durch felsiges Gelände geht. Sollte man aber unbedingt machen, weil man hat da so ein steinernes Tor, was ganz schön ist. Schaut also gut aus. Da kann man echt nicht meckern. Ja, 25 Meter tief ist er an der tiefsten Stelle. Also deutlich tiefer als der Hopfensee. Aber das ist ja auch nicht schwer. Wie auch die anderen Seen hat der See natürlich auch eine kleine Legende zu bieten. Hier ist kein Wassermännli unterwegs, sondern ein Wassermann. Also hier ist auch das gefährlichste Wesen, das sein Unwesen treibt in dem ganzen Seengebiet. Ja, bei Tage war dieser Wassermann nicht besonders gefährlich, hatte eine Fischhaut und musste immer die Füße im Wasser lassen. Insgesamt ist der Fisch war öfter gesehen worden, wenn er durchs Schilf gestapft ist, durch einen matschigen Untergrund. Natürlich die Füße immer im Wasser. Aber bei nachts soll er den einen oder anderen Fischer in die Tiefe gezogen haben, gerade in der Morgendämmerung, wenn er sich als Hecht ausgab, seine Kreise gezogen hat und dann angebissen hat, zog er den Fischer mitsamt seinem Kahn in die Tiefe. Ja. Auch gewisse Wetterphänomene werden ihm zugeschrieben dort und da gab es natürlich die ein oder andere Opfergabe, die die Bauern da geleistet haben. Ebenso fielen ihm auch Kinder zum Opfer, laut der Legende. Besänftigt wurde er durch eben das Fernhalten, das heißt Abstand halten bei Nacht zum See und auch durch diese Opfergaben. Insgesamt kann man diese Legende ja wieder so ansetzen, dass es bei nachts nicht ratsam ist, auf den See zu fahren und früh morgens trotzdem Vorsicht walten zu lassen. Ist ja auch wieder so eine erzieherische Maßnahme, die unterhalten soll, wie eigentlich alle Legenden auch. Ich habe früh morgens und spät abends keinen Wassermann gesehen und auch als ich drin Bad habe, hat mich nichts nach unten gezogen. Deswegen bin ich in der Lage gewesen, das Video zu machen. Muss euch sagen, diese Legende gibt es natürlich immer. Wo es Wasser gibt, gibt es Legenden dazu. Und manchmal sind es Tiere, manchmal sind es menschenähnliche Gestalten, die auch wie dieser Wassermann eben die Form verändern kann. Es ist jetzt nichts konkret beschrieben zu irgendwelchen Wassernymphen oder ähnlichen, aber ein gewisser sexueller Aspekt ist ja auch immer mit drin gewesen. Ja, hier haben wir nochmal einen Sonnenaufgang mit der passenden Sonnenblume. Die wir übrigens selber platziert, also die steht da nicht dauerhaft drin oder ist Plastik oder digital eingefügt, sondern Tatsache, die habe ich mitgebracht. Ja. Das heißt also, das ist eine Sonnenblume vom Starnberger See, die jetzt hier im Weißen See ihre letzte Ruhe gefunden hat. Ja, hier seht ihr nochmal den Sonnenuntergang, natürlich von der Ostseite aus gesehen. Dort kann man auch gleich vom Parkplatz, fährt man zweimal um und dann ist man am See. Und da kann man auch super das Ganze genießen. Da kennt es Reige, aber gerade an der Stelle ist sehr lang, sehr flach. Also sollte man weiter südwestlicher hineingehen. Ich habe wie immer nochmal das Video angehängt, komplett mit Musik untermalt. Und ja, wenn es zum Weißen See kommt, seid früh morgens dran, dann kriegt es einen Parkplatz. Ansonsten schaut es da ganz ordentlich aus. Also man kann überall hingehen, man hat einen super Radlweg. Schön wäre halt der Radlweg komplett draußen rum. Aber man kann nicht alles haben. Also.